Psalm 25, Psalm Davids. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass sich meine Feinde nicht freuen über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der dein harrt. Aber zu Schanden müssen sie werden, die losen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deine Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich dein. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von der Welt her gewesen ist. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meine Übertretung. Gedenke aber mein nach deiner Barmherzigkeit um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und fromm, darum unterweist er die Sünder auf den Wegen. Na, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache, die hier erwähnt wird. Und eigentlich ist das alles ganz praktisch. Mit Aufnahme, wenn wir das letzte Vers anschauen von Psalm 25. Gott erlöse Israel aus aller seiner Not. Und das weist wieder hin auf diesen Moment, was wir nennen Jakobs Trübsalszeit, in die Zeit kurz vor das zweite Kommen Jesu. Dann ist da in Israel als Volk in einem riesen Ärger, in einem neuen Holocaust, wo ein weltweite Jagd auf die Juden stattfinden soll. Und was wir soweit hier sehen, ist das Schwerste für einen Christ in den letzten Tagen. Er muss auf den Herrn warten. Wir lesen das in Vers 2, auf ihm hoffen. Vers 3, der dein Herz, warten auf den Herrn. Und oft ist es so, dass wenn man einmal errettet ist, man kann Dinge nicht selber in den Hand nehmen, man muss warten, bis der Herr etwas tut. Dass der Herr durch die Umstände mit Leuten in der Umgebung etwas anfängt zu tun. Und wenn man auf ihm hart wartet, Vers 4, kann der Herr dir deine Wege zeigen. Das ist ein Gebet, das David hier ausspricht. Herr, zeige mir deine Wege, bitte. Und lehre mich deine Steige. Weißt du, wann du am meisten etwas lernst? Wenn du in Schwierigkeiten bist und nichts tun kannst und du musst nur auf den Herrn warten. Und wenn du ihm bittest, zeig mir deine Wege, lehre mich deine Steige, leite mich in deine Wahrheit, und lehre mich. Siehst du, das Wort von Lehre, ein Bitten von einem Schüler, um gelehrt zu werden, in der Wahrheit geführt zu werden. Naja, wir wissen, dass Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, wenn du betest, leite mich in deine Wahrheit, ist verbunden mit Gottes Wort. Gott führt dich in sein Wort, lehrt dich durch einen Pastor, Hirte, aber vor allem durch den größten Geist der Wahrheit, der Heilige Geist, die ist in dir und dir führt dich in alle Wahrheit. Weil dann sehen wir, das ist auch der Hinweis eigentlich in Vers 5, denn du bist der Gott, das sagt man eigentlich in Arabisch, Allah. Allah heißt der Gott. Du, Jesus, Jehovah Gott, rettet, ist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich dein. Jeden Tag möchtest der Herr, dass du wartest auf ihm. Am Moment, dass du wartest, dann kann der Herr dich einiges offenbaren. Und dann sagt er dann in ein bisschen weiter, werden auch die Verächter erwähnt, Ende von Vers 3. Zu Schanden müssen sie werden, die lose Verächter. Verächter sind diejenigen, die Gott verachten und die auch diejenigen, die den Herrn Jesus nun kennen, verachten. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von der Welt her gewesen ist. Das ist ein schöne Bitte, kann man sagen. Und vor allem hier die Bitte von Vers 2, dass sich meine Feinde nicht freuen über mich. Nun, das war natürlich in der Zeit von Saul. Saul hat David gejagt wie ein Stück junges Wild. Und David musste fliehen für sein Leben. Und da ist natürlich eine Sache, dass Leute werden attackiert ohne Begründung, ohne Ursache. Du darfst doch ab und zu
zornig werden, wenn das eine Begründung gibt. Paulus nennt diese Begründung im Neuen Testament in Epheser Kapitel 4, Vers 26: Zürnet und sündiget nicht. Lasset die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Mit anderen Worten, man kann zornen, man kann Zorn hochlassen kommen und man kann sich dann versündigen, wenn man länger als 24 Stunden diesen Groll bei sich behält. Das heißt, die Warnung ist, lasset die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Mit anderen Worten, bring es in Ordnung mit Gott, mit anderen, am Moment, dass die Sonne untergeht. Wenn du das nicht tust, sagt Epheser 4, Vers 27, kannst du den Lästerer Raum geben. Dann kannst du verbietet werden und fängst du an zu lästern gegen Gott oder über anderen, die dich etwas Böses angetan haben. Und Verbitterung sorgt oft dafür, dass das Herz weich, schwach wird, dass wir auch psychosomatische Probleme bekommen. Das heißt, Probleme in die Seele können auch Folge haben für die Gesundheit vom Körper. Und heute sind da viele Leute hier in der Schweiz, die sind so betroffen, die haben dann eigentlich, man nennt das psychosomatische Problem, die haben Verbitterung in die Seele und das führt zu körperlichen Krankheiten. Und am Moment, dass man, was ich auf einen freudigen Geist hat in einem Körper, sorgt ein gesunder, freudiger Geist, dass das Körper auch nicht so schnell krank wird. Weil man hat Freude im Herrn und da sorgt dafür, dass das Körper sich auch besser fühlt. Man schläft besser, muss genug schlafen, man hat keinen Groll. Und wenn man dann spürt, dann sagt der Herr, ich verzeihe die Person, hilf mir, die Person zu verzeihen, hilf mir, nicht verbietet zu werden. Und Gott hilft dir auch, wenn er spezifisch betet. Deswegen sagt der Herr immer, büte dein Herz über alles, was zu bewahren ist, daraus sind die Ursprünge des Lebens. Das Herz ist so wichtig, dass wir das nicht versauern lassen, verbittert werden lassen von dem Teufel, von abfälligen Christen, von verbitterten Menschen, von der Welt. Schau auf Jesus. Und er ist die Quelle aller unserer Freude und Friede. Wenn man darauf schaut und die Beziehung mit ihm recht hat, dann kann man sagen, dass das lebendige Wasser bleibt immer kommen. Und auch wenn da in der Umgebung, es ist trocken, es sind verbitterte Leute, du kannst eine Quelle von Freude und Friede sein, wenn die Beziehung mit Jesus recht bleibt. Und erlaub nicht, deine Feinde, deine Freude im Herrn zu rauben. Aber das kann sehr schnell passieren. Du kannst so schnell enttäuscht werden von allerlei Christen, von eigenen Kindern, von Eltern, von vor allem nahen Verwandten. Schaue auf Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er enttäuscht nie. Was du tust, du es einfach erstens für ihn, nicht für einander, erstens für ihn. Dann wirst du im Allgemeinen sehr wenig oder nicht enttäuscht. Menschen enttäuschen immer, strecke noch, du enttäuscht dich selber. Und denkst du, wie kann ich das tun, warum habe ich das getan und so weiter, das kann doch nicht wahr sein. Ja, weil dein altes Fleisch ist immer so schlecht, ist das Fleisch voll Stalin und Hitler und Mao. Das ist unzuverlässig, aber auf den Herrn vertraue und sein Wort habe, hält uns von Sünde weg. Nur zurück zu unserem Text in Psalm 25. Diesen Person, die spricht, die hat eine Angst für seine Feinde. Saul hat in diesem Kontext, in der Geschichte 3000 Jahre her, David gejagt, möchte ihn umbringen. Und deswegen sehen wir, dass da eine Bitte ist, erstens Vers 4, Herr, zeig mir deine Wege. Lehr mich deine Steige, zweitens. Vers 5, leite mich in deine Wahrheit. Und schlussendlich, lehre mich. Mit anderen Worten, das sind vier Bitte, die David in Vers 4 und Vers 5 an Gott fragt. Zeig mir, lehr mich, leite mich. Und man kann es vergleichen mit Noah. Noah, die hat auch gelernt, Gott zu erinnern. Und Noah hat natürlich auch sich versündigt. Aber wenn wir die Glaubenshelden sehen im Alten Testament, die im Neuen Testament in einer Liste erwähnt werden, in Hebräer Kapitel 11, dann wird nichts Negatives über Noah gesagt. Das heißt, dass die sündige Sache vom Alten Testament wird nicht erwähnt von Gott im Neuen Testament, weil das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. In Hebräer 11, Vers 7 lesen wir, durch den Glauben hat Noah Gott geehrt und die Arche zubereitet zum Heil seines Hauses, da er einen göttlichen Befehl empfing von dem,
das man noch nicht sah, durch welchen er verdammte die Welt und hatte erbt die Gerechtigkeit, die durch den Glauben kommt. Wie hat er die Welt verdammt? Durch eine Arche zu bauen. Eine Arche von 120 Jahren lang hat er gebaut, ein Riesenschiff, hat noch kein Tropfen Wasser geregnet in der ganzen Zeit der Erde. 1700 Jahre lang niemals geregnet. Geregnet? Nein. Weil die Erde wurde befeuchtet durch einen Dampf, die kam hoch auf die Erde und die hat die Erde dann bewassert. Schatz. Er war noch keine Regen. Und Gott sagt so, du musst ein Boot bauen von 120 Jahre lang. Kannst du dir vorstellen? Er hat 120 Jahre lang gepredigt. Nach 120 Jahren hat er ein Gemeinde gehabt mit 7 Leuten. Seine Frau, seine 3 Söhne und seine 3 Schwiegertöchter. Das war seine ganze Gemeinde nach 120 Jahren Predigt. Und alle haben gesagt, du bist vollkommen durchgeknallt. Wieso kannst du ein wahnsinnig großes Schiff bauen? Das Schiff ist gefunden auf dem Berg Ararat. Musst du mal ganz mal googeln, ja. Das ganze Schiff siehst du da. Das ist gefunden von Ron White, ein Archäologe. Ist da nach unten gekommen. Aber am Moment, dass da nach 120 Jahren lang predigt und der Arche war fertig und Gott hat all die reine Tiere mit 7 in 2x2 in die Arche geführt und dann hat Gott, inklusive Noah und seine Familie, die Tür von außen geschlossen. Geschlossen, ja. Und dann hat der Regen angefangen. Und du weißt, wenn es echt regnet, ja, dann kann es schlimm werden. Es hat nicht aufgehört. Heißt das, dass seit dem Sündenfall immer nur das, ja, ist gegeben? War nur ein Dampf. Nur ein Dampf. Bis Noah, das heißt 1700 Jahre lang. Kein Tropfen. Kein Regen, es war ein Dampf, der kam aus der Erde und die hat dafür gesorgt, dass die Erde befeuchtet wurde. Ja, Florini, Aratorini, ja. Was ist auch mir, Schabtje, Suchelei, Naploja. Diese Morgentau, gell, Bruder? Ist es. Ja. Diese Morgentau. Ja, genau, das ist es. Das, ja, ist es. Und das hat sich dann alles geändert, die ganze Atmosphäre, weil im Moment, dass da Gott sagt, die Fenster des Himmels werden geöffnet, sind die Fenster im dritten Himmel wurden geöffnet und da kam Wasser nach unten aus einem See, am Meer, war das an Land des Meer ein kleiner Tropfen von ist. Das kam von oben 110 Kilometer, was der hochste Mount Everest, hat das die Erde bedeckt. Und alle Riesen, alle gefallenen Engel, alle Außerirdische, alle Aliens, alle Sexperverse wurden, und alle Kinder und Babys wurden alle getötet. Und die Babys, das war eine Gnade, weil die Babys, die hatten keine Chance gehabt, um recht zu wachsen. Die haben dann gesehen, wenn ein Baby jung stirbt, geht die Seele von einem Baby linearekter im Himmel. Weil Sünde wird einem Baby nicht zugerechnet. Das war eine Gnade, dass die Babys gestorben sind, gegen ihre Seele im Himmel. Anders hätten sie niemals eine Chance gehabt, in dieser perverse Welt recht zu leben und in sie nicht gestorben sind, um dann im Himmel zu kommen. Sie ist nicht vollbracht, die Sünde. Sie ist zwar da, genau, aber ja. Okay. Sünde wird nicht zugerechnet. Ja. Und dann lesen wir in Hebräer Kapitel 11, Vers 36. Etliche haben Spott und Geißeln erlitten, dazu Bande und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zerhackt, zerstochen, durch Schwert getötet. Sie sind umhergegangen in Pelzen und Ziegenfällen, mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach. Deren die Welt nicht wert war und sind im Elend gegangen in den Wüsten, auf den Bergen und in den Klüften und Löchern der Erde. Das ist die Christen, die als Prediger das Wort bedient haben und die Welt war ihnen nicht wert. Das sind diejenigen, die wirklich hart verfolgt worden sind. Das sind meistens die Pastoren, Prediger. Dann sagt der Herr in Vers Psalm 25, Vers 8, der Herr ist gut und fromm, darum unterweiset er die Sünder auf dem Wege. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind eitel Güte und Wahrheit denen, die seinen Bund und Zeugnis halten. Um deines Namens willen, Herr, sei gnädig meine Missetat, die da groß ist. Und hier hat man ganz praktische Sache für David. Er betet was für Vergebung. Vergebung für seine Missetat. Vers 18. Siehe an meinen Jammer und Elend und vergib mir alle meine Sünden. Das ist ein Bitte von David, der Mann nach Gottes Herz, an Gott. Und er musste lernen als Mann, dass Gott in Vers 8 ihm unterweist, die Sünde auf dem Wege. Das ist Gottes Weg. Wir wissen, der Wege, die wir zu gehen haben, ist nach Jesus Christus.
Vers 8, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Man muss Gottes Weg gehen, nicht sein Weg gehen. Was tun wir von Natur? Wir wollen unseren Weg gehen. Ah Gott, bitte, das ist unser Weg, bitte segne das. Und Gott sagt oft, ja, das ist nicht mein Weg. Das Volk Israel muss aus Ägypten gehen. Er konnte den Weg der Philister gehen, direkt nach Gaza, so durch neben dem Mittelmeer entlang. Das war ein paar Tage. Oder, was hat Gott gesagt, nein, du gehst für die Sinai-Wüste. Das hat dann Monate gedauert, wenn sie in Glauben gegangen wären. Warum mussten sie diesen Weg gehen? Sie müssten ein paar Lektionen lernen. Sie müssen lernen, in Glauben zu leben, Gottes Weg zu gehen, in Abhängigkeit von ihm zu gehen. Und was ist unser Problem als Mensch? Wir denken, wir haben alles unter Kontrolle, wir sind nicht abhängig von ihm. Und der Herr lernt uns in aller, jeder Hinsicht, vertraue nicht auf die Welt, materielle Sachen, finanzielle Sachen, nicht mehr nach Menschenfleisch, lerne auf mich dich zu verlassen, weil ich verlasse dich nie. Das ist nicht so einfach. Das menschliche Fleisch hat immer die Neigung, um das Materielle, das Sichtbare zu vertrauen und nicht das Geistige. Das ist auch der Grund, warum es in der Schweiz so schwer ist, eine bibeltreue Gemeinde aufzubauen, weil man will nach dem Fleisch gehen und sein Weg gehen, nicht Gottes Weg gehen, aufgrund von Gottes Wort, aufgrund von Gottes Christus. Am Moment, dass Eliezer in 1. Mose 24 ein Braut hat gefunden für seinen Meister, dann fragt er sie, ihm nachzufolgen. Und dann lesen wir in 1. Mose 24, Vers 61, also machte sich Rebekka auf mit ihren Dienern und setzten sich auf die Kamele und zogen dem Mann nach. Sie zog dem Mann nach. Der Mann ist ein Bild von dem Heiligen Geist. Rebekka ist ein Bild von der Gemeinde. Im Moment, dass du errettet bist, dann sagt der Heilige Geist, folge mich nach, was ist, Hinweis auf Jesus Christus, aufgrund von Gottes Wort, nicht dein Weg, mein Weg. Und das ist oft ein großer Kampf, den wir haben. Wir haben keine Lust, seinen Weg zu gehen. Wir denken, Frankie Sinatra, I did it my way. Und Frankie ist gut, weil er liegt jetzt nun in der Hölle. Wenn er gestorben ist, wie er es gesagt hat. Und diese Lehre, die wird eigentlich verheißen an eine Person in Psalm 25, Vers 8, die gut und fromm ist. Eine gute und fromme Person lässt sich vom Herrn unterrichten. Die Frucht des Heiligen Geistes, Liebe, Freude, Friede, Langmut und so weiter. Das sind Leute, die vom Heiligen Geist geführt, vom Herrn geführt werden können in aller Wahrheit. Und das ist eigentlich ein Kennzeichen auch von einem Mann wie Mose gewesen. Wir lesen in 4. Mose, Kapitel 12, Vers 3. Mose war ein sehr geplagter Mensch. Über alle Menschen auf Erden war er geplagt. Als Folge davon war er auch sehr barmherzig. Und er war von Natur ein Mörder, hat einen Ägypter ermordet, hat sein Geduld ein paar Mal verloren. Er wurde so gepackt, dass er eine sehr barmherzige Person wurde. Und das ist auch mit uns so. Danke. Wir können von Natur ein ziemliches Temperament haben, aber wenn wir Jesus nachfolgen in einer Trübsalzeit, dann lernt man Dinge, die kennzeichnend für Jesus waren. Barmherzig, sich kümmert um anderen, um elende Leute. Das ist von Natur nicht etwas, was wir in dem Fleisch haben. Aber man lernt das, wenn man Jesus selber nachfolgt in Trübsalzeit, das kann man sich auch um anderen besser kümmern. Und das ist eine wichtige Lektion, weil wir müssen ein bisschen eingebrochen werden. Deswegen sagt er in Vers 9 von Psalm 25, er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Man muss elend werden, um eigentlich gebrochen zu werden, weil ein uneingebrochenes Pferd oder Esel kann man nicht führen. Wir müssen eingebrochen werden als ein Pferd und dann lässt das Pferd sich einfach bereiten. Natürlich lassen wir uns nichts sagen und nicht bereiten. I do it my way. Und Gott sagt, du musst gebrochen werden. Und dann lernst du nicht deine, aber meine Wille zu suchen. Und dann kann ich dich recht führen durch meinen Geist. Dann lesen wir ein wenig weiter in Vers 10. Die Wege des Herrn sind eitel, Güte und Wahrheit. Denen, die seinen Bund und Zeugnis halten. Das ist die Bedingung. Sein Bund, sein Zeugnis, nun verbunden mit das Zeugnis als Christ und ein Bund, der neue Bund durch Glauben an Jesus Christus. Wenn man einmal als Christ die Wege des Herrn geht, gehen möchte, sind sie alte Güte und Wahrheit. Aber die Welt denkt dann, das sind langweilige Sachen, das ist doch kein Leben mehr und so weiter.
Aber in Gottes Augen ist das das wahre Leben. Und die Wege des Herrn sind Wahrheit. Das ist sehr wichtig. Die Wege des Herrn sind niemals Lügen. Die Wege des Satans, die Gottes, die sind Lüge und schlecht. Die Wege des Herrn sind Gut und Wahrheit. Und der Herr Jesus führt uns in alle Wahrheit. Und dann spricht er auch von Vergebung. Vers 11. Um deines Namens willen, Herr, sei gnädig meine Missetat, die da groß ist. Und das ist sehr wichtig. Du hast eine Gruppe, sie nennen sich Ultradispensationalisten. Und die leren, nur ein Siebenbrief von Paulus sind für uns, und du musst niemals deine Sünden bekennen. Das sind Leute, die das Wort der Wahrheit nicht recht teilen können, die das Wort des Kreuzes entkraften und werden ein Feind des Kreuzes von Jesus Christus. Die denken, ja, alle Sünden sind schon bezahlt, wenn Jesus am Kreuz gestorben ist, das stimmt schon, aber du musst die Sünde bekennen, um die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater intakt zu halten. Wenn du das nicht tust, kannst du die Gemeinschaft mit Jesus verlieren. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, dann haben Ananias und Sapphira den Herrn gelogen und sind gestorben. In 1. Korinther Kapitel 11, dann sehen wir, sind viele krank und sind viele entschlafen. Warum? Sie haben am Abendmahl teilgenommen, aber nicht ihre Sünden bekannt und Dinge mit Gott in Ordnung gebracht und miteinander in Ordnung gebracht. Das heißt, ein Christ, die muss lernen, in Gnade zu stehen und doch seine Sünden zu bekennen zu Gott oder eventuell zueinander, wenn er falsche Dinge aneinander getan hat, jeden Tag. Und am Moment, dass du das nicht tust, schiebt Gott dich an die Seite und nützt dich nicht mehr für sein Königreich. Vers 12. Wer ist der, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn unterweisen, den besten Weg, nicht den guten Weg, den besten Weg. Seine Seele wird im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Das Geheimnis des Herrn ist unter denen, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen stehen stets zu dem Herrn, denn er wird meinen Fuß auf dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß. Führe mich aus meinen Nöten. Siehe all meinen Jammer und Elend und vergib mir alle meine Sünde. Siehe, dass meine Feinde so viel ist und hassen mich aus Frevel. Bewahre meine Seele und errette mich. Lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Schlecht und Recht, das behüte mich, denn ich harre dein. Gott erlöse Israel aus aller seiner Not. Nun, hier haben wir als Erste ein Beispiel von der Furcht des Herrn. Das ist Vers 12. Wer ist der, der den Herrn fürchtet? Das größte Mangel, meiner Meinung nach, in den letzten Tagen unter Christus ist der Mangel an Furcht von Gott. Sie haben kein Interesse an die Bibel, auch nicht sich, nicht an diese Bibel. Jeder tut, was recht ist, in eigenen Augen. Sie nehmen ihre Erlöse, ihre Bibel und tun es ihren Weg. Das ist nicht richtig. Wenn ein Person Gott fürchtet, dann sagt er Gott, ich will deine Wille tun, nicht meine Wille tun. Dann kommt der Friede mit Gott und dann sagt Gott, dann wird seine Seele, Vers 13, im Guten wohnen und sein Same wird das Land besitzen. Ein Hinweis zu der Trübsalzeit, wenn ein Überrest ist, was Gott fürchtet, das heißt nicht der Teufel im Fleisch, der Antichrist anbetet und das Merkzeichen seines Tieres nimmt, das Same wird das Land besitzen, für 1000 Jahre und für die Ewigkeit. Dein Bruder? Ja. Hier, genau, hier, das ist Same. Das geht um Israel, oder? Ja. Vers 15, meine Augen stehen stets zu dem Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. The World Wide Web, sozusagen, das Internet. Wenn du der Eiger hast auf den Herrn, nicht auf einen Bildschirm. Und praktisch gesprochen heißt das in Hebräer 12, schau auf Jesus, der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ein gutes Beispiel ist mein Hund Steffi, der ist ein deutscher Schäfer, Golden Retriever. Und am Moment, dass ich mich studiere, sie schaut mich immer an. Wenn ich aufstehe, bewegt sie sich auch. Sie schaut jedem Bewegung auf und sie beobachtet mich immer. Und wenn ich gehe, geht sie auch. Wenn jemandem kommt, die sie nicht kennt, dann bellt sie und dann will sie mich schützen. Sie ist ein sehr treuer Hund.
Und so soll eigentlich unsere Beziehung zu Jesus sein. Wenn er aufsteht, sollen wir gehen. Wenn er sitzt, sollen wir sitzen. Wenn er sagt, gehe, sollen wir gehen. Wir sollen einfach tun, was er von uns fragt, nicht was wir selber tun. Und diesbezüglich kann man auch vieles von einem Hund lernen. Wenn wir am Sonntag ein paar Stunden später nach Hause kommen, der Hund sagt nicht von, bist du gewesen, hat einfach Freude, dass wir überhaupt da sind. Und so sollen wir auch mit dem Herrn hinzusagen, war so Herr, oder wir haben dich gebraucht. Einfach, der Herr kommt schon durch auf seine Art und Weise in seiner Zeit. Und so sind Hunde, aber wir sind oft nicht so. Dann sagt David an andere Bitte, Vers 16, wende dich zu mir und sei mir gnädig. Mit anderen Worten, sagt eigentlich wie die Emmaus-Jünger, geh mir nicht vorbei, bleib bei uns. Herr Jesus, bleib bei uns. Dann will ich die Gemeinschaft mit dir nicht verlieren. Vers 18, sieh an meinen Jammer, das ist ein Bitte und Elend. Vergib mir all meine Sünden, das ist ein Bitte, dass wir auch in die Beziehung mit Jesus und dem himmlischen Vater recht bleiben. Vers 19, siehe, dass meine Feinde so viel ist. Mit anderen Worten, schauen, was ich durchmachen muss, bedeutet mich bewusst plagen. Du siehst es. Und dann eine Bitte, Vers 20, bewahre meine Seele und errette mich. Ein wunderbares Gebet für eine Person, die wirklich in Todesängste ist. Lass mich zuschanden werden, denn ich traue auf dich. So, von ich habe dich bekannt, auch in der Öffentlichkeit. Das heißt, lass mich zuschanden werden, weil indirekt wird auch dein Name dann zuschanden werden. Und das Wort, Vers 22, erlöse Israel. Erlöse, es ist rückkaufen. Vers 21, schlecht und recht, das heißt, das ist ein anderes Wort für gerade. Gerade und recht, das behüte mich. Besonders wenn du gerade recht tust, das behütet dich, Bild von Trübs und Heiligen, die glauben müssen an Jesus und die Gebote Gottes halten müssen. Das sind schöne Dinge. David war geängstet in seinem Herzen, Vers 17, und dann hat er gesagt, Herr, führe mich aus meinen Nöten. Du kannst große Angst haben, große, das sagt ich, das ist auch meine eigene Schuld vielleicht, aber Gott ist immer gnädig. Er geht immer mit dir, wenn du die Folge der Sünde ertragen musst, in Tal der Finsternis. Ein gutes Beispiel ist Paulus, die hört nicht auf den Heiligen Geist fünfmal, die kommt dann zusätzlich im Gefängnis, geht im Gefängnis nach Rom, nach Apostelgeschichte 27, und dann sagt Jesus, die kommt in ein Nachtgesicht zu mir und sagt, als Engel des Herrn, ich bin bei dir und es wird dich niemals verlassen. Mit anderen Worten, auch wenn wir durch eigene Schuld als Christ bestimmte Dinge erleben müssen, Jesus sagt, ich bin bei dir, auch wenn du das aufgrund von deiner eigenen Sünde erfahren musst, ich lasse niemals allein. Das ist die Gnade Gottes. David ist hier umringt von seinen Feinden. Er ist in Trübsal, in Schmerzen, in Sünde, er wird gehasst, er ist verlassen. Und das kann auch für ein Kind Gottes so sein. Nochmals, das Thema ist immer hier Vertrauen. Und das ist, was David auch hier sagt in Vers 20. Bewahre meine Seele. Vers 2, ich hoffe auf dich. Der Herr ist immer treu und nützt diese Trübsale, um auf ihm zu warten. Und ab und zu denkst du vielleicht, es ist mir zu viel, ich kann nicht mehr. Aber es gibt eine schöne Referenz in Jesaja 40, die kann man auch auswendig lernen, ab und zu viele Dinge, die sehr hilfreich sind. Jesaja 40, Vers 31, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, denn sie auffahren mit Flügeln wie Adler, sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandern und nicht müde werden. Mit anderen Worten, Knaben werden müde und matte Jünglinge fallen, aber eine Person, die auf den Herrn wartet, die bekommt neue Kraft, die wandert und wird nicht müde, die läuft und wird nicht matt. Das ist nur für diejenigen, die in Abhängigkeit vom Herrn Jesus ihr Weg gehen. Nun, das ist eigentlich das Wichtigste in die neue Bibel, als auch in der Septuaginta. Das ist diese moderne Übersetzung in Griechisch aus dem 14. Jahrhundert nach Christus, das Alte Testament von Vatikanus, Synodikus Alexandrinus, hat man alle Änderungen angebracht, die einfach Blödsinn sind. Sie machen vom Psalm 25, Psalm 24 und so weiter. Das ist der korrekte Text von hebräischen masoretischen Text übersetzt auf Deutsch, mit Hilfe von Rabbis in der Zeit von Luther, 2x12, 24 Jahre. Das ist wichtig und nochmals, halte dich daran fest. Das ist das A und das O. Und nochmals, es gibt sehr viele schöne Versen im Psalm 25, um auswendig zu lernen. Ein Mann wie David, die betet um Gottes Schutz, die sagt, Gott, ich brauche deine Leitung, ich weiß es nicht mehr weiter. Und wenn ich Sünde gemacht habe, verzeih mir das,
aufgrund von deiner Gnade. Und wir wissen, das ist verbunden mit der Erlösung in Jesus Christus. Und dann, man kann auch die Namen selber einfüllen, in Vers 22. Gott erlöse Israel aus aller seiner Not. Gott erlöst dich aus aller deiner Not, wenn du auf ihm hart, auf ihm wartet, deine Sünde bekennst und alles ihm übergibst. Und dann kann er dich durch seine Gnade durchziehen. Und wenn du rauskommst, gut, dann weißt du auch, es ist nicht mein Verdienst, es ist nur Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit. Amen. Amen. Amen.